Hallo Leute, mein Name ist Jason Wesker und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu The Darkest Dungeon. Johanna ist in der Taverne und erholt sich da ein bisschen und wir haben Verstärkung bekommen durch Bratwardine und Faceby. Jo, auf ein neues. Ich frage mich aber echt, deine Helden werden dadurch Stress erleiden. Nein. Okay, Streuschuss. Was kann sie? Another abomination cleansed from our lands. Back to the pit. A trifling victory, but a victory nonetheless. Packs laden with loot are often low on supplies. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Oh Mann. Ich sollte wohl wirklich ihren Stress im Auge behalten. Their formation is broken. Maintain the offensive. Gone, fiend. Ooh.
continue the onslaught. Destroy them all. Okay, so weit, so gut. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Okay, auf ein neues. Reeling, about to break. Stress steigt auch nach Erhalt einer Qual weiter an. Wenn sich die Stressanzeige deines Helden zum zweiten Mal komplett füllt, versagt sein Körper. Hilf ihm oder zieh dich ins Dorf zurück, bevor es zu spät ist. Wir müssen alle irgendwann sterben. Okay, Rückzug. Can be no hope in this hell. No hope at all. Where there is no peril in the task, there can be no glory in its accomplishment. All my life, I could feel an insistent gnawing in the back of my mind. It was a yearning, a thirst for discovery that could be neither numbed nor sated. Okay. Wie geht's, Victor? Stress ist auf 100%, also er dreht als nächster durch. Jason ist bereits durchgedreht. Sie auch. Johanna geht's wieder gut. Und ihr geht's auch gut. Make no mistake. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Wegelagerer. Der Wegelagerer ist ein Schurke, Schläger und Dieb, der seinen Gegnern mit Dolch und Steinschlosspistole brutal zusetzen kann. Egal ob im Nah- oder Fernkampf, er schaltet seine Feinde zuverlässig aus. Der Wegelagerer verfügt über eine Auswahl an todbringenden Fähigkeiten. Von Streuschüssen gegen Gruppen von Gegnern bis hin zu blutigen Einzelangriffen. Jason, der Kreuzfahrer. Der kampfgestellte und unerschütterliche Kreuzfahrer kämpfte schon in unzähligen heiligen Kriegen an vorderster Front. Er stürzt sich mit rechtschaffenem Zorn auf seine Feinde oder unterstützt seine Gefährten im Nahkampf, indem er ihre Verteidigung enorm stärkt und sie heilt. Okay. Vestalin, diese kriegerische Nonne fokussiert ihre Inbrunst für das Kämpfen auf Heilkräfte.
heilige Urteile und blendend helle Lichtexplosionen. Die Vestalin ist das starke Rückgrat einer jeden Gruppe, kann sich aber mit mächtigen Kolbenhieben und Nahkampfflüchen auch sehr gut an der Spitze behaupten. Viktor Wegelar, Kreuzfahrer, Vestalin. Eine Doktorin, Forscherin und Alchemistin, die sich gerne im Hintergrund hält und ihren Gegnern mit Giftwolken und Seuchengranaten über Zeit immer stärker zusetzt. Sie eignet sich auch gut in der Unterstützerrolle, in der sie Feinde blendet oder verwirrt, während sie die Überlebenschancen ihrer Gruppe mit schadensverstärkenden Tränken sowie Heilfähigkeiten gegen Bluten und Gifthauch steigert. Okay, Viktor Wegelagerer haben wir gelesen, Jason Kreuzfahrer, Vestalin, Pestdoktorin, Vestalin. Gibt es noch weitere Klassen? What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Victor. Moment, hä? Woher habe ich denn jetzt den Typen? Another soul battered and broken. Cast aside like a spent torch. Ich weiß nicht mal, wie der in mein Team gekommen ist. Okay. Victor, Jason, Faceby, Johanna, Waldine. Johanna, geht's wieder gut? Den beiden nicht so. Ich glaube, Jason täte es echt gut, wenn er einfach ins Bordell geht. Oh, come on, dein Ernst? Gut, dann lassen wir sie spielen. Und er soll beten, wenn er unbedingt meint. Okay. Shoot, bandage and pillage. The dancing steps of war. Okay.
Was kann der? Schnitt, Pistolenschuss, Fechtschritt, Adalas. Okay. Was kann sie? Präziser Schuss. Schneller Schuss. Heilung. Leuchtsignal. Okay. Und was kann die nochmal? Die kann heilen. Okay. Ist jetzt nur die Frage. Dann würde ich sagen, nehmen wir die beiden Wegelagerer. Hier die Heilerin. Und sie hier. Gut. Ja, ich verliere definitiv meine Gegenstände, wenn ich Dingens. Wenn ich eine Quest abbreche. Okay, es wird nicht leichter. Aber bevor okay, 6 Fackeln, 2 davon, 1 davon. Ich habe doch davon nicht 7 gekauft. Ach, das ist eine 2. Okay. Gut. Auf ein neues. So. Sie, er hat Stress 23. Sie hat 20. Sie hat 100. Er hat 100. Warum kann ich nicht?
Also gut. 3 bis 6. 1 bis 2. Another abomination cleansed from our lands. Mistvieh. Be gone, fiend. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Frustration and fury, more destructive than 100 cannons. Schaden durch Helden. Okay, was hat das jetzt gebracht? Executed with impunity. This advantage. Give them no quarter. The wounds of war can be healed, but never hidden. Betäubung entfernen. Stresslinderung, geringe Chance. Fackel plus 3, Enttarnung. Okay. Also, es macht gar keinen Schaden. Chance auf kritische Treffer ist 6%, Trefferchance 95%. Es macht gar keinen Schaden. Aber es erhöht die Helligkeit. Entfernt Betäubung, macht eventuell Stresslinderung und es umgeht Tarnung. Gut, Helligkeit können wir immer gebrauchen.
Their formation is broken. Maintain the offensive. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Okay. Streuschuss. Adelas Fechtschritt. Pistolenschuss. 6 bis 12. 5 bis, dann nehmen wir doch 6 bis 12. Vier bis acht, zwei bis drei. Confidence surges as the enemy crumbles. Gut. Who covered injury, find it in no short supply. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Vier bis acht, eins bis zwei, vier bis acht. Continue the onslaught. Destroy them all. Okay, sie ist gut. Warte mal, verflucht? Lagerfähigkeiten. Ich hatte bisher auch noch nicht die Gelegenheit zu lagern. Hoffentlich wird das noch erklärt. I don't get it. Mechanical hazards, possessed by evil intent.
impressive hall, if you value such things. Hunger. Die Anstrengungen der Expedition haben die Gruppe hungrig gemacht. Okay. Wird mir Hunger auch angezeigt? Schaut nicht so aus. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Precision and power. Dude, fick dich. Einer weniger. Und sie dreht auch durch. Na super. Behold. The abyss is made manifest. Teetering on the brink, facing the abyss. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. A momentary abandonment. Sehr schön. Okay, er hat keinen Bock mehr oder was? Back to the pit. Fick dich. Und du auch. Success so clearly in view.
Or is it merely a trick of the light? Okay, wir haben zumindest ein bisschen was einsammeln können. Es ist unglaublich, wie schnell die wahnsinnig werden. In time, you will know the tragic extent of my failings. Okay. Sanitarium wurde freigeschaltet. Im Sanitarium kannst du vor allem negative Ticks oder Krankheiten behandeln lassen. Du kannst aber auch einen positiven Tick verstärken, um ihn dauerhaft zu erhalten. Er wird dann nicht durch neue positive Ticks ersetzt. Für jeden Helden kannst du maximal 3 positive Ticks festlegen. Gut. Okay, Jason geht's wieder einigermaßen gut vom Stress her. Victor ist gerade durchgedreht. Die Bogenschützin ist auch durchgedreht. Genauso wie der Typ. Benennen wir sie erstmal anders. Das ist ja furchtbar. Okay. Jason bleibt erstmal in meinem Team. Genauso wie Johanna. Einfach weil Jason und Victor die beiden ersten Hauptcharaktere sind und Johanna mir sympathisch ist. Herrgott nochmal. Gut. Die Bogenschützin. Amy. Gut. Moment mal, kann ich nicht den Stress an sich kurieren? Anscheinend nicht. Ich kann nur... Okay. Besessen von materiellen Dingen. Nahrung bei Stress über 50. Okay, bleibt mir da jetzt auch eine Woche.
Ach, ich habe nur eine Zelle, oder wie? Verringert die Behandlungskosten von Ticks im Sanitarium, verringert Behandlungskosten im Sanitarium, erhöht die Anzahl im Sanitarium. The front line of this war is not in the dungeon, but rather inside the mind. Okay, ich kann nur einen einweisen. Gut. Victor ist im Dingens. Sie ist durchgedreht. Sie hat 40 Stress. Sie hat 45, ihm geht es soweit wieder gut, aber sie hat auch, er hat auch noch über 40. Er ist durchgedreht und jetzt behandeln wir nur einen Tick von ihm. Fuck. Okay. Hat eigentlich jeder Charakter auch ein eigenes Inventar? Lagern, lagern. Fähigkeit, die ein Held während des Lagerns einsetzen kann. Wann kann ich denn lagern? Kommt es erst noch? Vermutlich. Okay. Also er will nicht vögeln. Okay. Johanna. Ja gut, Johanna geht noch mal spielen. Heilung, Gruppenheilung. Also sie sollten wir behalten. Okay. Sie kann auch heilen. Gut. Was haben wir denn in der Kutsche?
Okay. Okay. Jasons Stress liegt bei 45. Der ist sofort wieder wahnsinnig. Genauso wie Johanna. Aber diese jetzt spielen. Gut. Wähle einen Helm, drücke die Kommandozeile, seine Charakterwerte an. Also linken Stick, um Gebäude zu betreten. Kutsche, Taverne, Kloster. Hier seine Charakterwerte anzusehen. Jetzt Fähigkeiten auswählen. Kleidungsfarbe ändern und ihn umbenennen oder dauerhaft entlassen. Gebäude betreten, neue Helden anheuern, Fähigkeiten verbessern oder Ausrüstung, Stress abbauen, Ticks und Krankheiten behandeln, Gegenstände kaufen. Heilige Machenschaften haben zum Einsturz der Gänge und Gewölbe geführt. Dringe bei der Erkundung des Stammsitzes deiner Vorfahren, soweit du kannst, vor. Sie können getötet werden, sie sind nicht unbesiegbar. Ein Erkundungsfeldzug in ein aberwitziges Tunnelsystem. Schlangen bieten zurück die Reisenden auf dem Pfad. Auflauern. Stelle dich dieser neuen Bedrohung. Okay, wir brauchen neue Leute. The raw strength of youth may be spent, but his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Was kann er? Opferstoß. The abyss. One must know it. Zerschmettern, Vergeltung. Also er kann kämpfen. Gut. Jason zuerst, dann den neuen Kämpfer.
4, Wahnsinn ist 45. 45, 100, 100, 0. Nee, dann nehmen wir nicht Jason. Dann nehmen wir... Doch, wir nehmen Jason. Jason und sie, weil sie heilen kann. Und Amy lassen wir erstmal weg. Okay, und ich habe wieder keine Gegenstände. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Naja. Wald. Okay, im Wald ist es wenigstens nicht so fucking dunkel. Das heißt, sie werden etwas weniger wahnsinnig. Obwohl, im Wald hätte ich Johanna mitnehmen können. Shit. Has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Wenn ein Held ausgewählt ist, drücke Quadrat, um ein detailliertes Menü aufzurufen, das seine Ticks und Fähigkeiten etc. zeigt. Ja, das weiß ich ja schon. Gut. Wir machen allerdings beim nächsten Mal weiter. Bis dann, Leute.